der Fuchs Schlaumeier und das Hähnchen. Schlaumeier, der bekannte Rotfuchs mit buschigem Schwanz, hatte einen Glückstag. Er entdeckte ein Loch im Zaun, schlüpfte hindurch und schnappte sich ein Hähnchen. Doch die Hühner begannen laut zu gackern. Das Gegacker trieb die Hausbewohner in den Hof. Der Hausherr rief seine Knechte mit den Jagdhunden und sie folgten dem Fuchs. Die Jagdhunde beschimpften den ganzen Weg den schlauen Fuchs. »Was bist du denn für ein Fuchs?«, fragte das pfiffige Hähnchen. »Du lässt dich beschimpfen, ohne etwas zu erwidern?« Der Stolz des Fuchses wurde tatsächlich verletzt, so schrie er. »Ihr Narren, ihr schreit ja vergeblich!« Als er aber den Mund öffnete, flog das Hähnchen weg, direkt zum höchsten Ast des nächsten Baumes. Von dort rief er dem Fuchs zu. »Du bist der Narr, fang mich, wenn du's kannst!« Doch der Fuchs hatte dafür keine Zeit mehr, denn die Hunde waren hinter ihm her und er musste seine Haut retten. So lief er mit knurrendem Magen zu seinem Bau weiter.